der einflussreichste Skateboarder, der je gelebt hat, der Lieblingsskater deines Lieblingsskaters, der Vater des modernen Streetskatens. Das ist Mark Gonzalez. Mark Andrew Gonzalez, auch als The Gonz bekannt, wurde am 1. Juni 1968 in Southgate, Kalifornien geboren und ist mexikanischer Abstammung. Mit dem Skaten kam er zum ersten Mal im Fernsehen in Berührung. Was er da sah, gefiel ihm so sehr, dass er sich zu Weihnachten ein Skateboard wünschte. Mit 13 Jahren bekam er dann sein erstes Skateboard geschenkt. Ein gelbes aus Plastik. Und man merkte schnell, dass er ein großes Talent dafür hat. Am ehemaligen Paramount Skatepark in Kalifornien kam er das erste Mal mit echten Profi-Skatern in Berührung und schaute sich seine ersten Tricks von den damaligen Profis Russ Howell und George Orton ab. 1983, im Alter von 14 Jahren, fuhr er bei einem Skate-Contest in Venice Beach mit. Bei diesem Wettbewerb war auch Tony Alva vor Ort und sah diesen jungen mexikanischen Burschen, der auf eine Art Skateboard gefahren ist, die er vorher noch nie gesehen hat. Alva bot ihm sofort ein Sponsoring an. Während seiner Schulzeit ist Gonz auch mit der Kunst in Berührung gekommen und hat gerne gezeichnet und rumgekritzelt. So war er dann auch für das Artwork bei Alva Skates verantwortlich, was auch seinen ersten Job darstellte. Daraufhin brach er die Schule ohne Abschluss ab. I didn't graduate junior high even. You know, I got to the point where like they just said like, well just, you have to go to high school now, but you don't get. So then I'm in high school and I mean, I would ditch non-stop. Allzu lange blieb er aber nicht im Team von Alva, denn nachdem er im November 1984 im Alter von 16 Jahren sein erstes Fresher-Cover erhielt, auf dem er einen Beanplant macht, wurde die Marke Vision Streetwear, die erst kurz zuvor mit der Produktion eigener Skateboards anfing, auf ihn aufmerksam und bot ihm ein Sponsoring an. Bei Vision erhielt er sein erstes Pro-Model mit einer Graphic von Andy Takaction und war somit im Alter von 16 Jahren offiziell Profi-Skater. Im Jahr darauf, 1985, fuhr er seine ersten beiden Contests als Profi. Der erste Wettbewerb in Sacramento verlief für ihn glücklos. Später teilte er mit, dass er diesen Contest aber als seinen Lieblingswettbewerb ansieht, da er hier eine Lektion gelernt hat. Bei Skate-Contests geht es nicht darum, die schwierigsten Tricks zu machen, sondern um flüssige Runs ohne Bails. Mit dieser Erfahrung ging er bei seinem zweiten Contest in Oceanside an den Start und konnte seinen ersten Sieg als Profi-Skater holen. 1986 zeigte sich, dass Gonz nicht einfach nur ein normaler Dude mit einem Skateboard ist, sondern jemand, der das Skateboarding auf ein neues Level hebt. Zusammen mit Natas Kaupus, mit dem er damals sehr oft zusammen unterwegs war, gelten die beiden als die ersten Personen, die einen Trick an einem Handrail machten. So we would meet up and each time it's sort of like, oh well I've been doing this, oh I've, and it there was a lot of parallels, but just a different approach. It kind of fed each other. Im selben Jahr machte er auch einen legendären Ollie an einem Gap beim EMB Plaza in San Francisco. Zu jener Zeit galt dieser Ollie als das heftigste, was ein Streetskater je gemacht hat. I remember the first time I went to EMB, I was looking at the wrong side of the Gonz Gap. If you go that way instead of the long way. Oh, if you're coming way, the other way. There's, I, if I'm like not mistaken, I was like, that's not a big deal. Oh, yeah. Yeah. And somebody goes, no, yeah, no, no, it's right there. And yeah. I was like, that's a big deal. Von da an wurde dieses Gap nur noch als das Gonz Gap bezeichnet. Dieser Ollie trug auch erheblich zur Bekanntheit des Embarcadero Plazas bei. Diesen Ollie hat er, by the way, aber nicht ganz freiwillig gemacht. Der Fotograf Mofo, der an dem Tag Fotos für Fresher machte, sagte in einem Interview, dass er es war, der vorschlug, diesen Ollie an dem großen Gap zu machen. Gonz war anfangs nicht wirklich begeistert, da er dies aufgrund der Weite für unmöglich hielt. Mofo lügte dann ein wenig und sagte, dass das irgendein Junge schon gemacht hätte und dass er wohl diesen dann fotografieren müsste. Mit dieser neuen Motivation schaffte Gonz den Ollie beim dritten Versuch. Bis zum heutigen Tag hat Mofo Gonz nie die Wahrheit gesagt. 1987 verendete er die Skatewelt erneut. Er war der erste Streetskater, der seine Tricks Switch machte. Auf die Frage, was ihn dazu inspiriert hat, Switch zu skaten, antwortete er, dass er nie ein richtiges Konzept davon hatte, in die eine oder andere Richtung zu fahren. Er versucht einfach so zu skaten, wie er sich fühlt. 1989 trennte er sich aufgrund Meinungsverschiedenheiten von Vision und formte zusammen mit Steve Rocco die Firma Blind Skateboards. Der Name seiner neuen Firma ist außerdem ein kleiner Seitenhieb gegen seinen alten Sponsor. Gonz war für einen Großteil der frühen kreativen Ausrichtung von Blind verantwortlich und zeichnete unter anderem auch das Blind-Logo, das noch bis heute verwendet wird. Steve Rocco gründete zwei Jahre vorher die Firma World Industries, die von nun an auch für den Vertrieb von Blind verantwortlich war. 1991 folgte das nächste große Highlight, das sich wesentlich auf die Skatewelt auswirkte. Das erste Video von Blind Skateboards wurde veröffentlicht, welches den Titel Video Days trägt und zu einem der einflussreichsten Skatevideos aller Zeiten zählt.
Produziert wurde das Video von Spike Jonze, der später auch an den Jackass-Filmen mitwirkte und unter anderem auch eine Rolle in The Wolf of Wall Street hatte. Video Days löste eine Modernisierungswelle im Skateboarding aus und hob das Streetskaten allgemein auf ein vorher noch nie gesehenes Level. Skateboarding was changing because nobody was paying attention to the magazines so much. Everybody was making videos. To this day, I'll still watch Video Days and be blown away. He's not like thinking about it, like, oh, is this possible or not? He just like reacts. He's spontaneous. So hat Gonz auch für dieses Video als erster einen Trick am legendären Wallenberg-Set gemacht. You know, back in the day. Ollie in 91 was so gnarly. He pushed down the street. Yeah. Like, he took a taxi. Up the hill. The gate was open. He, like 15 minutes later, he finally starts arriving. That's how far he had to push from. Right. The gate's open. And it felt like such a long ollie. He had to grab and hold on to the board just to make it. Yeah. Wenn man bedenkt, dass Wallenberg bis heute noch so ein unfassbar krasses Gap ist, ist es umso erstaunlicher, dass er das zu einer Zeit gemacht hat, als Skater sich noch gar keine Gedanken über solche Sachen gemacht haben, da man sowas schlicht für unmöglich hielt. 1993 kehrte Gonz zu dem nach ihm benannten Gap am EMB zurück, um einen Kickflip zu machen. Mit dabei war ein aufstrebender Skater aus Alabama namens Jamie Thomas, der ebenfalls einen Kickflip versuchte. Gonz schaffte den Kickflip, Jamie Thomas leider nicht. Obwohl es für Gonz beim Skaten stetig nur nach oben ging, sah die Situation bei Blind im Jahr 93 nicht so gut aus. Er wurde mit den Aktivitäten von Steve Rocco immer unzufriedener, da Rocco krumme Geschäfte hinter dem Rücken von Gonz abwickelte. Außerdem kotzte ihn die immer stärker werdende Kommerzialisierung an. Gonz wollte unbedingt das Unternehmen verlassen, sodass er seinen Anteil am Unternehmen gegen den Firmenwagen tauschte und diesen am Tag darauf verkaufte. Ich mag Gangster, sagt Gonz in einem Interview, aber Steve Rocco schien eine echte Mafia-Verbindung zu haben und das gefiel mir gar nicht. Daraufhin gründete er zusammen mit John Fallahy die Firma ATM Click. Bei dieser Firma ging es nicht darum, die Skate-Industrie dominieren zu wollen, so wie bei Blind, sondern darum, Skateboards zu produzieren für die Leute, die Spaß am Skaten haben wollen. Gonz sorgte auch für eine kleine Kontroverse, als er sich ein Vision-Design, das für eines seiner alten Signature-Modelle verwendet wurde, für ein ATM Click-Design übernahm. Konsequenzen hatte dies aber scheinbar nicht, da die Bretter dann mit diesem Design auf den Markt kamen. Nur kurze Zeit später stieg er aber auch bei ATM Click wieder aus und startete mit Ron Chatman, der ebenfalls ATM verließ, ein neues Projekt mit dem Namen 6040. 1995 war er wieder in einem Skate-Video zu sehen, I Love Supreme, zu einer Zeit, als es bei Supreme noch um Skaten ging. Erst 1997 folgte dann wieder ein richtiger Videopart in Non-Fiction von Real. In diesem Jahr hatte er auch seine ersten schauspielerischen Schritte gewagt. Zum einen in dem Film How They Get There von Spike Jonze und zum anderen im Film Gummo, in dem er in einer Szene auftauchte, in der er einen Stuhl zerstörte. Yeah. 1998 knüpfte Gonz Kontakte mit Adidas, die sodann seinen Signature-Schuh auf den Markt brachten. Und auch hier zeigte sich, dass Mark Gonzalez einfach absolut anders tickt. Als Adidas an ihn herantrat, wollte er, dass der Schuh aus Holz gefertigt wird. In einem Interview sagte er, ich wollte, dass Holz in den Schuh kommt und Gummi drumherum, um ihm etwas Seele zu geben. Man hatte also Holz auf dem Board und Holz im Schuh. Das wäre natürlicher, man könnte fast die Seele des Baumes spüren. Adidas hat sich entschieden, den Holzschuh nicht zu produzieren. Im selben Jahr war er auch Teil einer Performance-Art-Show im Städtischen Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Hier merkte man schon, dass für Gonz die Kunst langsam immer weiter in den Vordergrund rückt. Dennoch folgten in den kommenden Jahren einige weitere Videoparts. 1999 im Deluxe-Video Worldwide Distribution und in Reels Kicked Out of Everywhere. Außerdem 2001 in Reel to Reel. 2001 erhielt er auch seine nächste Filmrolle. Im Film Southlander war er als Nebendarsteller zu sehen. Im Jahr 2002 gründete Gonz dann mal wieder eine neue Firma, Crooked Skateboards in Partnerschaft mit der Firma Deluxe. 2006 wurde er dann von Transworld Skateboarding für sein Lebenswerk mit dem Legend Award ausgezeichnet. 2007 hatte er eine Rolle im Videospiel EA Skate und drehte auch einen Werbespot, um die Veröffentlichung des Spiels zu bewerben. Hi, my name is Mark Gonzalez. Im selben Jahr war Gonz auch im Musikvideo zum Song West Coast von Jason Schwartzmans Band Coconut Records zu sehen. Das Musikvideo enthielt eine Sequenz, die ursprünglich 98 in dem Museum in Mönchengladbach gedreht wurde. Gonz führte auch Regie und spielt in dem Coconut Records Musikvideo Any Fun mit. Ein weiteres Hobby von Gonz ist es, Zines zu erstellen, da es laut ihm das freieste ist, was man tun kann. My zines are like my way of saying that I'm very pissed off that I didn't learn to spell correctly.
I was just like, over and over and see how much misspelling I can get across over to people. 2008 veröffentlichte Greg City ein Buch mit dem Titel The Collected Fanzines, das aus Reproduktionen alter Zines von Gonz besteht. Gonz ist aber auch als Dichter und Autor tätig. Zu seinen veröffentlichten Werken gehören Social Problems, High-Tech Poetry und Broken Poems. 2011 folgte dann die nächste Auszeichnung durch das Transworld Magazine und er wurde zum einflussreichsten Skateboarder aller Zeiten gewählt, gefolgt von Tony Hawk und Rodney Mullen. Seit 2018 wohnt er mit seiner Frau Tia und seinen zwei Kindern in New York City und besitzt dort auch ein kleines Studio. Gelegentlich steht er noch auf dem Skateboard, meistens aber nur um von A nach B zu kommen. Mittlerweile ist er hauptsächlich nur noch als Künstler tätig und man hat das Gefühl, der Kerl wird immer verrückter. Aber gut, das ist eben Gonz. Ohne ihn und das, was er in den 80ern und 90ern geleistet hat, würde die Skateboard-Welt definitiv nicht so aussehen, wie sie jetzt ist. Daher ist es voll in Ordnung, dass er sich mittlerweile anderen Sachen widmet und sich künstlerisch auslebt und manchmal ziemlich durchgedreht wirkt. Wenn sich jemand seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Skateboardings verdient hat, dann er. Und apropos Wallenberg, welches Gonz 91 als erster gesprungen ist, die Geschichte dazu findet ihr in diesem Video.